ob Sie es wollen oder nicht, Sie sind für viele ein Vorbild geworden, weil Sie seit 66 Jahren verheiratet sind, weil Sie sich 80 Jahre schon kennen. Wer von Ihnen beiden hat den größeren Beitrag dazu geleistet, dass Sie so lange schon ein Paar sind? Also ich finde, das ist gar keine richtige Frage. Da reden Sie schon wie Ihr Mann, das sagt Ihr Mann auch ganz oft. Die Frage ist falsch, die Frage verstehe ich nicht. Also ich verstehe Ihre Frage, aber wenn zwei Menschen an einer Sache jahrzehntelang beteiligt sind, dann können Sie doch nicht fragen, wer ist derjenige, welche? Das geht doch nur zusammen. Aber ich habe einen Anhaltspunkt für diese Frage. Und das ist, dass Ihr Mann mal gesagt hat, es ist Lokis Verdienst. Das ist auch lieb von ihm. Da war ich auch sehr dankbar. Das meint er aber wirklich so. Sie waren 10 Jahre alt, waren die Jüngsten, als Sie sich auf der Lichtwerkschule kennenlernten. Helmut Schmidt war der Kleinste in der Klasse, Sie waren das größte Mädchen. Warst du der Kleinste? Du warst ein Kleiner, aber der Kleinste warst du. Einer von den Kleinsten, ja. Können Sie sich an den ersten Eindruck erinnern? Nee. Höchstens an den zweiten oder dritten. Und wie war der? Wir nehmen auch den. Jedenfalls war von beiden Seiten der Eindruck so, dass wir schon sehr bald befreundet waren. Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Mann ein Liebesgedicht in sein Tagebuch für Sie geschrieben hat? Darüber möchte ich eigentlich gar nicht so furchtbar viel reden. Da stehen Dinge drin, die nur für uns beide verständlich sind. Darf ich Ihnen eine Zeile vorlesen? Nein. Zu privat? Ja. Können Sie sich erinnern an den Tag, an dem Helmut um Ihre Hand bei Ihrem Vater angehalten hat? Ich weiß nicht mehr, wann das war. Nur aus Spaß, wann hätte ich Jux und Dollerei gesagt, haben wir beide beschlossen, dass es jetzt einen richtigen Heiratsantrag geben sollte. Und da kam Helmut dann mit dem Blumenstrauß für meine Mutter und fragte meinen Vater natürlich, mit einem gewissen Grinsen von allen Seiten. Und mein Vater sagte so ungefähr, beklag dich nicht hinterher, du kennst sie ja lange genug. Ja, ja. Deckt sich das mit Ihrer Erinnerung? Ja. Nach meiner Erinnerung hat er gesagt, du weißt ja, was du kriegst. Helmut hat mir mal gesagt, Sie könnten sich auch ein Leben im Altersheim vorstellen. Aber wie das schließlich und endlich ist, ob ich in einem Altenheim wohnen möchte, ich möchte lieber, dass wir beide gemeinsam davon gehen. Das hast du nicht zu bestimmen und ich auch nicht. Und das ist auch gut so. Ja.